Du nennst dich auch digitaler Aktivist. Auf deiner Webseite digitalaktivist.de steht ein Leitsatz. Querdenken steht für Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Und im Moment funktionieren diese KIs noch relativ neutral. Aber sie können natürlich auf Knopfdruck auch umgestellt werden und erzählen dann eine ganz andere Geschichte. Das heißt, auch da beschäftige ich mich gerade viel mit Lösungen. Wie kann man dort leben? Wichtig ist, es gibt alle Videos kostenlos auf der Webseite vom digitalen Aktivisten. Wir waren ja immer so, dass wir alles verschenkt haben. Es gibt zusätzlich dazu Workshop-Angebote für die, die sich nicht selbst trauen, das zu machen. Aber eigentlich ist die Idee, dass sich lokale Gruppen bilden und sich selbst organisieren. Und wir wissen nicht, wie die ganze KI-Welle, wie das alles kommt. Wir wissen nicht, wo die Regierungen zuschlagen, was sie verbieten, was nicht. Aber hier macht sich ein neues Fenster auf, eine neue Türe geht auf. Und wir müssen diesen Weg gehen, aber wir müssen einfach gewinnen. Wir müssen weiter Leute aufklären. Wir müssen auch aus der Technik rauskommen. Das hast du sehr gut gemacht mit den Demos. Du hast die Leute regional vernetzt, lokale Initiativen gestartet. Das ist das Zukunftsmodell, oder?